Es gibt Menschen, die tun einem einfach nicht gut. Wo du merkst, wenn du an diese Person denkst oder mit ihr zusammen bist, dann kriegt da so ein Unwohlsein in dir hoch. Das können Menschen aus deinem heutigen Alltag sein oder auch jemand aus deiner Vergangenheit, von dem du gedanklich und emotional nicht loskommst, obwohl du weißt, dass er einen negativen Einfluss auf dich und auf dein Leben und auf dein Wohlbefinden ausübt. Wie du dich von einer solchen Person abgrenzen kannst und die belastenden Emotionen, die dich mit ihr verbinden, wie du die loslässt, darum geht es im heutigen Video und ich zeige dir mit der Strichmännchen-Technik eine einfache und schnelle Methode, die dich dabei unterstützt. Hi, ich bin Sandra und wenn du gerade in einer Beziehungskrise steckst, dann bringen wir gemeinsam Klarheit in deine Situation und holen die Leichtigkeit zurück in dein Leben. Ja, wann tut dir eigentlich jemand nicht gut? Wie gesagt, das kann eine Person aus deinem aktuellen Umfeld sein, die dich zum Beispiel permanent kritisiert, ob offen oder subtil, und die dich runtermacht, die sich lustig über dich macht, die dich vielleicht sogar manipuliert. Also Menschen, mit denen du Zeit verbringst und dich danach einfach mies fühlst, minderwertig, traurig, wütend oder einfach ausgelaugt. Das kann zum Beispiel eine Kollegin sein oder dein Chef, vielleicht auch die neue Frau deines Ex-Mannes, die Schwiegermutter, ja und natürlich sogar auch deine Partnerin oder dein Partner selbst. Das kann aber genauso gut eine Person aus deiner Vergangenheit sein, die dir immer noch Energie raubt, emotional oder gedanklich oder beides. Das wiederum kann zum Beispiel ein Elternteil sein oder auch dein Ex-Partner. Ja, gerade Ex-Partner, die können zum Beispiel verhindern, dass du dich einer neuen Liebe öffnest oder die Funken sogar in deine aktuelle Beziehung rein. Zum Beispiel, weil du damals betrogen wurdest und dementsprechend nicht wirklich Vertrauen zu deiner jetzigen Partnerin, deinem Partner aufbauen kannst. Oder du standst in einer emotionalen Abhängigkeit, vielleicht bist du sogar in einer toxischen Beziehung mit einem narzisstischen Partner gestanden und du merkst, dass du dadurch Nähe scheust in deiner neuen Beziehung und dich nicht so wirklich öffnest. Wenn du also merkst, diese oder jene Person, die tut mir einfach nicht gut, dann ist es vielleicht an der Zeit, diese Person loszulassen. Das heißt übrigens nicht, dass du diese Person jetzt überhaupt nicht mehr siehst, das geht ja auch manchmal gar nicht, sondern es geht mehr darum, die Abhängigkeit, in der du mit dieser Person steckst, dass du die kappst und dass du dich innerlich von ihr und ihren negativen Energien, ihren negativen Einflüssen auf dich befreist. Warum ist dieses Loslassen wichtig? Beziehungsweise, was passiert eigentlich, wenn du nicht loslässt? Naja, wenn du an negativen Menschen und an negativen Situationen festhältst, dann schadest du deiner seelischen, deiner psychischen und manchmal sogar deiner körperlichen Gesundheit. Je nachdem leidet zum Beispiel dein Selbstwertgefühl. Du schläfst womöglich schlecht, fühlst dich depressiv, deprimiert. Also was ich eben schon sagte, es verhindert, dass du positiv und unabhängig unterwegs bist in deinem Leben. Es raubt dir also letzten Endes Lebensfreude und Lebensqualität. Stattdessen verharrst du zum Beispiel in deiner Wut auf deinen Ex-Partner, weil der sich getrennt hat, oder du verharrst in deiner Enttäuschung über Intrigen deiner Kollegin, oder du bleibst in einer Freundschaft, obwohl du permanent respektlos behandelt wirst. Das alles wirkt extrem belastend emotional und genau das ist das Problem. Es belastet nämlich dich. Das heißt, du schadest dir selbst und die andere Person, die leidet womöglich überhaupt nicht, sondern nur du leidest.
Deshalb solltest du dir selbst den Gefallen tun, dich aus dieser negativen Verbindung zu lösen und die Energiebänder kappen, die euch noch miteinander verbinden. Nun ist es natürlich einfacher gesagt als getan. Ich weiß, meistens wissen wir ja, dass es uns nicht gut tut, uns ständig mit dieser Person zu befassen, gedanklich um sie zu kreisen und so weiter. Aber ja, das ist so ein bisschen wie bei so einem kleinen Terrier, der sich in sein Stöckchen verbissen hat. Ja, da kannst du noch so oft aussagen. Und der hält aber an seinem Stöckchen fest und versucht alles, es nicht loszulassen. Klar, weil ihm wird ja auch was weggenommen in dem Moment. Und dasselbe, das passiert eigentlich auch bei uns, wenn wir etwas loslassen. Es entsteht nämlich eine Lücke. Und genau das macht es uns so schwer. Auch wenn wir im Grunde genommen also ganz genau wissen, dass es das Richtige wäre, diese Person zumindest innerlich loszulassen oder uns abzugrenzen, bleibt das Gefühl, etwas zu verlieren. An dieser Stelle könntest du als erstes mal so ein bisschen Klarheit und Ordnung in dein Gefühlschaos und in dein Gedankenchaos bringen. Dazu empfehle ich dir zum Beispiel so eine Art Gewinn-Verlust-Rechnung aufzumachen. Du könntest dir also mal einen Zettel schnappen, ein Blatt schnappen und könntest einfach mal aufschreiben, was du gewinnst, wenn du diese negative Person loslässt. Also was gewinnst du, wenn du loslässt? Und auf der anderen Seite könntest du notieren, was verlierst du, wenn du sie loslässt? Dasselbe kannst du dann auch nochmal andersrum machen und aufschreiben, was verlierst du eigentlich, wenn du nicht loslässt? Und umgekehrt natürlich, was gewinnst du, wenn du nicht loslässt? Wenn du dann zu dem Ergebnis kommst, ich will loslassen, ich bin bereit loszulassen, dann beginnt dieser Prozess genau mit diesem Entschluss. Du sagst dir also, ich bin bereit, loszulassen. Insofern, wann immer du an diese Person denkst und du kreist innerlich um diese Person, dann kannst du für dich innerlich Stopp sagen und dir diesen Entschluss immer wieder hervorrufen. Ich bin bereit, loszulassen. Und jetzt zeige ich dir dazu noch eine wirklich ganz einfache Technik, mit der du das Loslassen durch die Kraft der Visualisierung in deinem Unterbewusstsein unterstützt. Und diese Technik, die kannst du immer dann anwenden, wenn du merkst, jetzt hänge ich wieder in dieser Schleife. Ich denke andauernd an diese Person, ich bin fixiert auf sie und sie lenkt mich davon ab, meinen Weg zu gehen und sie lenkt mich davon ab, so zu sein, wie ich sein möchte. Und zwar ist das die Strichmännchen-Technik nach Jacques Martel. Du brauchst dafür nur ein Blatt Papier, einen Stift, eine Schere und maximal 10 Minuten Zeit. Nimm dir das Blatt Papier und jetzt beginnst du als erstes damit, dich selbst als Strichmännchen auf die linke Seite des Blatts zu zeichnen. Schreib deinen Namen darunter. Und zwar deinen Vor- und deinen Nachnamen. Jetzt zeichnest du die andere Person auf die rechte Seite des Blatts und schreibst auch deren Vor- und Nachname darunter. Als nächstes zeichnest du einen Lichtkreis um dein Strichmännchen und zwar mit schönen Strahlen nach außen und dasselbe machst du dann bei dem anderen Strichmännchen, also bei der Person, die du innerlich loslassen möchtest. Als nächstes zeichnest du einen Lichtkreis um euch beide herum und dann zeichnest du die bewussten und unbewussten Verbindungslinien zwischen euch ein. Und zwar indem du die Energiezentren bzw. Chakren beider Personen miteinander verbindest. Was du nun von Chakren hältst oder ob du dich damit auskennst,
Das spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle. Es geht in erster Linie darum, dass dich ja energetische Bänder mit dieser Person verbinden. Insofern gehst du einfach her und zeichnest die Bänder ein, und zwar jeweils eure Wurzelchakren verbindest du miteinander, sowie eure Sakralchakren, den Solarplexus, die Herzchakren, die Halschakren, die Stirnchakren und die sogenannten Kronenchakren. Ja, jetzt sollte dein Bild also so aussehen und vor dir liegen. Und jetzt nimmst du eine Schere, also lass das ruhig ein bisschen auf dich wirken, dieses Bild. Und dann nimmst du eine Schere und durchtrennst die Verbindungslinien zwischen euch. Zum Abschluss kannst du so etwas sagen wie: Danke, es ist erledigt, oder was für dich sich stimmig anfühlt. Also in dem Buch von Jacques Martel, der schlägt vor, danke, es ist erledigt zu sagen. Womöglich fällt es dir schwer, das Blatt mit diesen Verstrickungen und Abhängigkeiten durchzuschneiden. Gerade wenn es sich um eine Person handelt, die dir nahe steht, die dir trotz allem vielleicht viel bedeutet, beziehungsweise die du vielleicht sogar liebst oder auf jeden Fall geliebt hast, zum Beispiel, wenn es um deinen Elternteil geht. Aber keine Sorge, du trennst dich nicht von dieser Person ab als solche, beziehungsweise von der Liebe, die dich mit ihr verbindet, sondern du löst lediglich die negativen Verstrickungen und Abhängigkeiten. Und das hat vor allem was oder hat ausschließlich etwas mit emotionalen Verletzungen zu tun und nichts mit Liebe. Ja, diese Übung, die kannst du immer machen, wenn dir danach ist, wenn du eben gedanklich da wieder festhängst an dieser Person, und dann lass dich überraschen, was sich dadurch im Außen und im Inneren verändert. Wenn du magst, dann teile deine Erfahrungen sehr gerne hier im Kommentarfeld unter dem Video. Ja, wenn es sich bei der Person, die dir nicht gut tut, um deine aktuelle Partnerin bzw. deinen Partner handelt, dann ist das natürlich eine besonders belastende Situation. Ich habe auf meiner Webseite einen kleinen Beziehungstest für dich. Da kannst du kostenlos dir ein bisschen klarer darüber werden, wie es um eure Beziehung steht, ob ihr noch eine Chance habt oder ob es vielleicht besser wäre, sich zu trennen. Ich verlinke dir diesen Test auf jeden Fall hier unter dem Video. Ja, wenn dir dieses Video gefallen und im besten Fall natürlich auch geholfen hat, dann abonniere gern meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, also die Glocke. Dann wirst du automatisch informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Dann wünsche ich dir also ganz viel Erfolg mit dem Loslassen negativer Menschen und der Strichmännchentechnik, damit du im wahrsten Sinne des Wortes gelöst durchs Leben gehen kannst. Bis bald und sei gut zu dir. Wenn nicht du, wer dann?